Und in der heutigen Folge schauen wir uns gleich vier Paw Patrol Spielsets an. Zum einen haben wir Chase Offroad Rescue. In der Verpackung befinden sich jede Menge Teile, die wir jetzt zusammenstecken müssen. Daraus ergibt sich dann ein kompletter Schienenkreis mit einem riesigen Berg. Aber nun weiter zum nächsten Spielzeug. Hier haben wir Sky und ein Fahrzeug von Zuma mit dabei. Außerdem gibt es noch den riesigen Leuchtturm. Und natürlich geht's gleich weiter zum nächsten Spielzeug, nämlich den Zug von Paw Patrol. Auch hier ist ein kompletter Schienenkreis und natürlich ein Zug mit dabei. Und ganz hinten haben wir dann noch das Lookout-Set mit Fahrzeugen von Ryder und Rubble und natürlich dem riesigen Spielset. Dann hätten wir alles ausgepackt und aufgebaut. Dann geht's jetzt weiter an die Funktionen. Hier vorne haben wir eine steile Felswand und am Fahrzeug von Chase befindet sich ein Haken an einer Seilwinde. Und wenn wir jetzt hinten auf den gelben Knopf drücken, dann zieht sich Chase mit dem Fahrzeug ganz von alleine nach oben. Und das gleiche funktioniert mit der kaputten Brücke oder diesen umgeknickten Baum. Also Fahrzeug von Chase in Position fahren, Seilwinde ausziehen, am Baum einhängen, drücken und der Baum steht wieder. Und die Brücke, die wir gerade repariert haben, können wir ganz einfach mit einem Klick wieder zerstören. Einfach auf das Schild drücken und die Brücke fällt wieder ein. Aber jetzt weiter zum nächsten Spielzeug. Und wie wir sehen, wartet auch hier schon die nächste Funktion auf uns. Sieht so aus, als hätte die Paw Patrol einen Einsatz. Also die Fahrzeuge von Ryder und Rubble in Position bringen und erstmal schauen, was zu tun ist. So wie es aussieht, sind Felsbrocken auf die Schienen gefallen, aber es gibt einen Knopf, um diese ganz einfach wieder beiseite zu schaffen. Und dann kann der Zug wieder seine Kreise drehen. Mit enthalten im Spielzeug ist außerdem noch ein zweiter Waggon. Also Zug anhalten und den Waggon ankuppeln. Gleich rechts daneben haben wir außerdem noch einen Bahnhof mit einem Bahnsteig und eine Bahnschranke. Also Zug vorbeilassen, Schranke nach oben klappen und schnell drüber. An Bahnübergängen gilt immer höchste Vorsicht. Dann mit dem Fahrzeug über die riesige Brücke von Adventure Bay und auch hier erwartet uns die nächste Funktion. Und zwar haben wir hier einen Knopf, wenn wir den drücken, dann bricht die Brücke ein. Und diese können wir aber ganz einfach mit einem Hebel wieder reparieren. Und dann kann Rubble wieder zurück zum Lookout Tower. Und dieser bietet 6 Plätze für die Fahrzeuge der Paw Patrol. Zum einen Rubble, Zuma, als nächstes haben wir das Fahrzeug von Chase, dann noch das Fahrzeug von Marshall und zu guter Letzt das Fahrzeug von Ryder. Im Hauptquartier können wir ebenfalls die kleinen Figuren einsetzen. Und natürlich können wir diese Figuren auch die Rutsche herunterrutschen lassen. Und mit einem kräftigen Schlag auf das Fernrohr können wir die Fahrzeuge starten lassen, um dann einen genaueren Blick drauf zu werfen. Hier haben wir das Fahrzeug von Ryder mit seiner Figur. Als nächstes kommt das Feuerwehrauto von Marshall. Leider gibt es bei diesen kleinen Autos recht wenig Funktionen. Bei Marshall haben wir aber hinten eine Aufbewahrungsmöglichkeit für eine weitere Figur. Aber nun weiter zum nächsten Fahrzeug, nämlich dem Fahrzeug von Chase. Bei diesem gibt es diesmal sogar eine Funktion, nämlich die Seilwindenfunktion. Vorne einfach den Haken herausziehen und dann können wir hinten drücken und die Seilwinde fährt sich ganz von alleine wieder ein. Dann haben wir noch zwei weitere Autos, nämlich das Hovercraft-Fahrzeug von Zuma. Hier haben wir hinten zwei Düsen, die das Hovercraft antreiben. Außerdem haben wir natürlich noch die Figur von Zuma mit dabei. Aber jetzt weiter zum letzten Fahrzeug, nämlich dem Fahrzeug von Rubble. Hier haben wir vorne eine Schaufel und hinten haben wir Platz,
um Schüttgut zu laden. Außerdem haben wir natürlich 4 Reifen. Aber jetzt zurück mit den Fahrzeugen zu den Spielzeugen, denn auf uns wartet noch der riesige Leuchtturm. Also zoomen wir auf die Rampe fahren. Am Leuchtturm können wir oben drücken, um Sky um den Turm kreisen zu lassen. Außerdem können wir Wally in einem Netz einsperren und anschließend mit einem Fahrzeug befreien. Hier vorne haben wir nämlich einen Hebel und wenn wir jetzt das Fahrzeug gegen den Hebel fahren, dann wird das Netz geöffnet. Also wieder in Position fahren, Netz schließen und Zoomer starten lassen und dann wird Wally wieder befreit. Hier hinten haben wir noch eine Weiche und dann fährt Zoomer geradeaus. Und zu guter Letzt haben wir dann noch das letzte Spielzeug, nämlich Rubbles Mountain Rescue. Mit dabei ist ein kleiner Eisbär und natürlich das Fahrzeug von Rubble. Außerdem haben wir noch Einzelteile mit dabei, die wir jetzt zusammenstecken müssen. Zum einen haben wir Straßen, die wir hintereinander aufstecken, das riesige Karussell, eine Rutschstange, Verbindungsstücke, das letzte Straßenteil und natürlich die Berghütte. Und dieses Spielzeug testen wir jetzt natürlich aus. Hier oben haben wir noch einen Korb und ganz unten haben wir eine Startrampe. Aber als erstes testen wir die Rutschstange mit dem Korb aus. Also Eisbär hineinsetzen, Hebel nach oben nehmen und den Eisbären nach unten starten lassen. Einfach Hebel umlegen und der Eisbär rast nach unten. Und ganz unten an der roten Plattform können wir dann das Fahrzeug von Ryder hinauffahren. Dann mit dem Aufzug nach oben schieben und auch diesen starten lassen. Und dann rollt auch dieser ganz nach unten. Hier vorne haben wir einen Schneehaufen in seiner Schaufel und hinten einen Bohrer. Aber jetzt das gleiche nochmal. Aufzug nach unten fahren, Fahrzeug auf den Aufzug, Aufzug nach oben und Startrampe aktivieren. Und dann rast Rubble nach unten. Und natürlich können wir beide Funktionen zeitgleich aktivieren. Also Korb einhängen und Rubble starten lassen. Und dann kann Eisbär und Rubble um die Wette fahren. Je nachdem, wer als erster startet und schneller die Rampe runterfährt, hat gewonnen. Auch die anderen Fahrzeuge der Royal Patrol sind zum Teil geeignet. Hier sehen wir es am Beispiel von Ryder. Dieser fährt leider nicht ganz so schnell. Aber jetzt werfen wir noch einen letzten Blick auf das erste Spielzeug, das wir uns angesehen haben, nämlich Chase Offroad Rescue. Hier haben wir den Hauptbestandteil, nämlich die zwei riesigen Berge mit der eingebrochenen Brücke in der Mitte. Aber diese eingebrochene Brücke ist natürlich kein Hindernis für Chase. Also einfach Haken einhängen und das Fahrzeug starten lassen. Aber natürlich kann Chase auch die Brücke reparieren. Dazu einfach die Felswand hinaufziehen lassen, Haken einhängen, auf den gelben Knopf drücken und Chase ist ganz oben. Dann nur noch den Haken an der Brücke einhängen und dann wird auch diese ganz langsam nach oben gezogen. Wenn diese ganz oben ist, dann kann Chase losfahren. Und natürlich können wir die Brücke ganz einfach wieder einbrechen lassen, um den Spaß von vorne zu beginnen. Dann hätten wir uns jetzt den Großteil der Paw Patrol Royal Patrol Spielzeuge angesehen. Mit den Fahrzeugen und Figuren von Ryder, von Marshall mit der Figur und natürlich dem voll ausgestatteten Feuerwehrauto. Außerdem hatten wir noch das Sonderfahrzeug mit der Seilwinde von Chase und die Fahrzeuge von Zoomer und Rubble. Wenn euch das Video gefallen hat, dürft ihr diesem gerne einen Daumen nach oben geben und den Kanal kostenlos abonnieren. Gerne könnt ihr auch in die Kommentare schreiben, wenn ihr mehr von Paw Patrol sehen wollt. Auch andere Spielzeug- oder Videovorschläge sind gerne gesehen.
Ansonsten bis zum nächsten Mal, euer Kinderspielzeugkanal.